So, wir sind jetzt beim Luru angekommen. Noch nicht ganz. Und ja, wir waren jetzt im Information Center. Und jetzt planen wir mal, wo wir heute Abend schlafen. Mal schauen, wir waren gerade schon bei so einem Parkplatz von Wikicamps, aber da war irgendwie gar nichts. Da stehen wir mitten in der Pampa. Und das wollen wir dann auch nicht so gerne. Aber mal gucken. So, bis später. Hallo. So, wir sind jetzt in der Mitte von Australien angekommen. Beim Uluru. Ja, und wir sitzen jetzt hier und warten auf den Sonnenuntergang. Und ihr fragt euch sicherlich, was das hier soll. Aber hier sind so viele Fliegen, die in jede Körperöffnung rein möchten. Vor allem Mund, Nase, Augen. Ohren. Ja. Überall hin. Ja, und so ist schon ganz praktisch. Ja, schaut euch den an. Den Iris Rock. Da ist er. Da ist Holger. Halbe Halm. Jetzt warten wir auf den Sonnenuntergang. Aber es ist sehr bewölkt. Ja, abwarten. Ja. Tschüss. Guten Morgen. Moin. Wir warten gerade auf den Sonnenaufgang. Ja. Am Uluru. Heute mal andersrum. Ja. Und früh auf den Beinen. Heute ist es wenigstens bewölkt. Ich habe mein Netz nicht an und es geht mir richtig auf den Weg. Selbst schön. Ich habe mich hier extra nachgesetzt. So, jetzt kommt langsam die Sonne raus. So, wir starten jetzt unsere Wandertour. Wir wollen einmal um den Uluru rumlaufen. Circa 10 Kilometer. Ja. Mal schauen, wir starten jetzt. Und es gibt einige Verrückte, die da hochlaufen. Was? Hier stehen ganz viele Warnschilder, dass sehr viele Leute schon dabei gestorben sind, da hochzulaufen, aber es gibt immer noch genug, die da hochlaufen. Und da es eine heilige Stätte der Aborigines ist, sollte man da eh nicht hoch. Also, ich würde gerne hochlaufen, aber ich darf nicht. Leid, Spaß. So. Das ist gefährlich. Bis nachher. So, das war eine Feuerstätte hier von den Aborigines früher. Ja, hier wurde Essen vielleicht zubereitet. Jo, ist schon Wahnsinn. So, mittlerweile sind wir hier und wir sind hier gestartet. Und das haben wir noch vor uns. Und da sieht man es. 10,6 Kilometer. So. Auf geht's! Wir haben hier gerade so ein kleines Viech entdeckt. Ich weiß nicht, ob man ihn erkennt, aber es ist auf jeden Fall ganz viele Stacheln. Sieht schon gigantisch aus, ey. So, mittlerweile sind wir hier. So schaut das aus. So, wir sind jetzt ungefähr knapp 2 Stunden unterwegs und wir haben in 2 Stunden 3 Leute gesehen. Also hier laufen wohl nicht so viele Leute lang. Nee. Und gerade war 50 Meter vor uns waren 2 Dingos. Da waren wir schon kurz in eine kleine Schocksituation geraten. Angst pur. Ja,
Und dann sind wir erstmal stehen geblieben, haben nichts gemacht, nicht bewegt. Zum Glück sind sie dann irgendwann weiter. Ja, so schaut das aus, ne? Gefährliches Leben hier in Ostthailand. Outback. So. Mittlerweile sind wir. Wir können das sehen. Mittlerweile sind wir hier. Hier waren die Dingos. Hier waren die Dingos, genau. Und wir sind jetzt ungefähr 2 Stunden. Eben waren wir gar nicht 2 Stunden. Ja, jetzt gehen wir hier zum Wasser. Loch. Und dann sind wir schon fast wieder da. Ne? Ja. So, wir sind am Wasserloch angekommen. So, in solchen Höhlen haben die gelebt. Sieht schon fast aus. So, wir sind schon fast wieder zurück. Hier sind wir jetzt. Fast geschafft. Haben wir einmal den Mund. Easy würde ich sagen, ne? Was wir mal gemacht haben. Geschafft. Einmal rum. Wir sind wieder da. Es sind immer noch ein paar Verrückte, die da hochlaufen. Ja, da steht unser Auto. Unser Holga. Ja, und wann so die 10 Kilometer? Ja, ganz locker leicht. Ja, easy peasy. Würde ich mal sagen, wir haben ja heute auch beide Schuhchen an. Aber irgendwie hätte man die heute gar nicht gebraucht. Ja. Ah. Naja, ich glaube heute werden wir noch gut schlafen. Eine Kipphanke heute. Gesehen. Morgen geht's dann zu den Völkers. Ja. So, tschüss.